Einen wunderschönen guten Morgen bei Pohakena. Der Podcast hat keinen Namen. Hier am Handymikrofon im Auto klassisch, ist noch früh. Der Sven und der André, ob der schon schläft, keine Ahnung. Den muss ich nachher mal kontaktieren. Dass wir unbedingt vor Weihnachten noch so eine Weihnachts-Podcast-Folge aufnehmen. Mit neuen schweinischen Erkenntnissen und so. Ja, ihr Lieben, am Montagmorgen so früh. Ich höre mich wahrscheinlich wieder super fit an, bin ich aber gar nicht. Aber es muss ja weitergehen, auch ohne Eierlikörchen. Was gibt es Neues heute in diesem Podcast? Ich habe weitergemacht mit meiner 90-Tage-Challenge beim SIAD. Da bin ich schon gut vorangeschritten. Die Bildbearbeitung rennt. Kundenaufträge auch. Ein schöner Jahresabschluss, glaube ich, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ja, die Leute werden immer komischer zum Teil, auf jeden Fall im Netz. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Ich habe mit der 90-Tage-Challenge weitergemacht und habe jetzt inzwischen meine Kalorien, Grunderhalt, Fette, Kalorie, Kohlenhydrate und Eiweiße entsprechend danach berechnet. Und nach der Berechnung und dem Kaloriendefizit, ein humanes Kaloriendefizit, habe ich 2289 Kalorien, die ich essen darf. Ein Träumchen. Mehr als vorher. Ich bin ein bisschen skeptisch. Vorher hatte ich irgendwie 2048. Und ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber gut, die Trainingseinheiten kommen dazu. Dann wäre ich wieder im Defizit mit Sport und allem drum und dran. Meine Alltagsbewegung habe ich erhöht schon. Ja, das ist so zum Start der Challenge auch Bedingung. Ernährungsplan ist aufgestellt. Wer eine coole Excel-Tabelle haben möchte für einen Ernährungsplan, der kann sich gerne bei mir melden. Oder einen Trainingsplan. Trainingsplan habe ich auch per Excel-Tabelle gemacht. Wobei ich das inzwischen mit Gainsfire im Gym tracke und dann daheim noch mal in der Excel-Tabelle eintrage. Dann habe ich für mich einfach eine bessere Übersicht. Ja, und dann heißt es alles tracken und eintragen und beobachten. Genauso wie die Umfänge von Bauch, Beine, Po, Hüfte, Arme, weiß der Geier. Ganz viele Umfänge muss ich messen an meinem Körper. Regelmäßig, 3 Monate lang, 90 Tage. Und anhand der ganzen Daten kann man dann natürlich viel besser analysieren, wo der Trend hingeht. Ist mein Defizit gut berechnet? Geht's runter? Bleibt meine Kraft? Steigere ich meine Kraft? Dadurch auch Muskelaufbau. Ideal wäre natürlich, wenn ich 3 Kilo, wollen wir nicht unverschämt sein, nochmal abnehme und gleichzeitig aber eine Steigerung in meinen Trainingseinheiten habe, was hoffentlich darauf schließen lässt, dass mehr Muskeln gebaut werden als Fett verbrannt. Ja, das ist so der Stand der Dinge zu meiner 90-Tages-Challenge. Was gibt's noch? Ja, geschäftlich läuft alles ganz gut, wenn auch anstrengend, viele Bilder zu bearbeiten, viele Kunden waren da, alles super, viele super nette Kunden, wir da viele Neukunden dabei, auch freut mich auch immer wieder. Und ja, die Leute werden auch immer komischer, hat jetzt nichts mit meinem Gewerbe zu tun, eher so mit der sozialen Mediengeschichte. Ich habe gestern ganz kurz, komme auch gar nicht dazu, jetzt gerade so diese ganzen Beiträge auf Instagram und Co. zu folgen und habe gestern ganz kurz mal in Instagram geschaut. Ja, und einen neuen Supplement, also neu ist der, glaube ich, gar nicht, Supplement-Verkäufer gefunden. Sieht alles ganz anständig aus und wenn ich mir die Kommentare darunter so durchlese, da stellen sich immer die Nackenhaare auf. Inzwischen lese ich das immer öfters, dass in den Kommentaren die Leute nicht mal Kontakt mit dem Produkt hatten, aber irgendwie total bescheuert darunter schreiben. Ist es Neid? Ist es Missgunst?
Oder ist es einfach der Schwamm im Kopf, der nicht zum Nachdenken animiert? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es eher Neid ist, weil man selber nicht so erfolgreich ist oder nicht so ein schönes Werbevideo gemacht hat oder. Wenn das Ganze mit Kritik gefüllt ist, die Sinn und Verstand hat, bin ich der Letzte, der da irgendwas sagen würde. Aber das ist ja genauso wie mit meiner Ein-Sterne-Bewertung. Ohne Kommentar und eine Kritik, die da im Raum stand, die überhaupt keinen Hand und Fuß hatte, irgendwie, weil derjenige gerade mal ein Buch gelesen hat und überhaupt nicht wusste, wovon er da spricht in der Praxis. Jo, und das wird immer häufiger. Die Leute versuchen immer häufiger, anderen oder Menschen versuchen immer häufiger, anderen Menschen ihre Meinung aufzudrücken. Das hatte ich jetzt auch bei einer Freundin im Posting, die dann irgendwie festgestellt hat, dass wenn man quasi ins Ausland in den Urlaub fliegt, wo man nicht unsere Sprache spricht, also Deutsch oder die man kann, man tendenziell doch dazu neigt, sich doch mehr an den Artgenossen, sag ich mal einfach, sich mehr an den Artgenossen richtet, die man auch versteht, ja, mit denen man halt auch kommunizieren kann, ohne sich mit Hände und Füße aufmerksam zu machen. Daraufhin kam dann dieses übliche klischeehafte Posting von wegen, das wäre schon richtig, aber man müsste ja auch sich an den anderen Kulturen anpassen und nach ihren Regeln spielen, so grob formuliert. Und ja, bin ich zum Teil dabei, aber ganz ehrlich, an Regeln müssen wir uns alle halten im Leben, aber wir müssen uns ja nicht die Meinung und die Lebensweise von anderen beugen, finde ich. Ja, weiß nicht, wenn jetzt keiner mehr Cola trinkt, und ich meine, doofes Beispiel, ich trinke auch keine Cola mehr, aber wenn jetzt einer keinen Kaffee mehr trinkt und ja, mir sagt, das ist alles scheiße und hin und her, aber alle trinken keinen Kaffee und ich habe trotzdem Bock auf Kaffee. Naja, dann trinke ich trotzdem Kaffee. Dann können alle machen und tun, was sie wollen. Ne? Ich finde, das ist unsere Lebensweise, unser Stil. Es gibt tausend andere Religionen und tausend andere Handlungsabläufe und so wie die Menschen auch alle anders sind, so wird es dann nie wahrscheinlich zu einem Nenner kommen. Ich finde viel wichtiger, da offen zu sein für, als statt direkt andere Sachen, die einem fremd sind, womit man sich gar nicht richtig beschäftigt hat, direkt anzuprangern und zu sagen, nee, das ist hier nicht und man muss sich so hier an seine, an den Regeln seiner Ideologie anhaften und die halt entsprechend, ich hab tausendmal L gesagt heute, ne? Ist nicht schön für so einen Podcast, aber ich schneide den nicht, ich setze ihn einfach so rein. Naja, auf jeden Fall ein Geben und Nehmen und ein einfach mal leben lassen und einfach mal ein bisschen offener sein für den anderen. Ne? Ich hatte das jetzt im Kino, da war ein älterer Herr, der richtig unfreundlich von hinten dann sich darüber beschwert hat, dass ich meinem Sohn im Kino kurz was gezeigt hat auf dem Telefon bezüglich des Filmes. Da habe ich nur darum gebeten, ein bisschen leiser zu sprechen. wenn ich dann nicht so ein gechillter Typ wäre, so unfreundlich wie der ältere Herr gesprochen hätte, dann wäre es der nächste ältere Herr oder wäre es die nächste Person, die auf Facebook geschrieben hätte, so, ich wurde von Jugendlichen doof angesaugt oder doof angemacht und hin und her. Aber den Hintergrund dazu, der wird nicht erzählt, ne? Dass man entsprechend sehr unfreundlich agiert hat und eigentlich selbst schuld daran war, wie man seinem Gegenüber getreten ist, unhöflich, unfreundlich, und da bleibt es dann halt nicht aus, dass es dann zur Gegenreaktion kommt. Einfach mal freundlich sein, ein wenig Verständnis zeigen, wenn man nicht weiß, worum es gerade geht. Und
wird schon für viele vieles einfacher machen. Und ich glaube, dann wären auch viele entspannter und es wird auch nicht zu irgendwelchen, oder es wird seltener zu Übergriffhandlungen kommen zum Teil. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war früher auch immer ungestümter, inzwischen bin ich alt und weise. Naja, mal drüber nachdenken. Ansonsten wünsche ich einen schönen Montag. Ich hoffe, ihr seid alle gut aus dem Bett gekommen. Und ja, rockt den Tag, bald ist Weihnachten. Das war's mit Poakena. Der Podcast hat keinen Namen. Und ja, mit dem Sven, mit dem André vielleicht später nochmal. Werde ich jetzt in jedem Podcast sagen, bis der André diesen gehört hat und dann auch mal erscheint. Ihr Lieben, bis dann, haltet die Stellung, seid fleißig. Bye, bye.